Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Gloomhaven mit Cisket in Schiffswrack. Ja, hallo aus dem Dungeon. Wir wollen gar nicht lange rumfackeln und direkt in den Kampf einsteigen. Direkt alles Direkt alles platt machen. niedermetzeln. Erstmal wird hier plus 2 für jeden, der alleine ist, aktiviert und dann ein Angriff 5, leider ohne Wunde, aber man könnte Vergifte draufsetzen. Das ist doch nicht dein Ernst. Das ist jetzt das dritte So, Mal. ich spreche die Folge ab. Was ist das für ein Scheiß? Das ist echt das dritte Mal. Das ist ziemlich untypisch. Die Shuriken kriegt auf jeden Fall einen Stern weniger im. Im Rating, ja. Ja, zieht häufig die Null, die eine, die sie hat. Kann ich da stehen bleiben oder mich hier? Ach nee, jetzt ist sowieso vorbei. Tada! It's over. Nice, die minus 2 ist raus. Endlich. Boah, ist das behindert hier, ey. Ich überlege schon, ob ich die lieber angreife. Da ziehst du auch wieder die Niete. Was macht die überhaupt? Angriff 3 heißt, es ist nicht so wichtig, aber es stört halt. Sie stört halt echt. Ja, guck mal. Wenn sich das nicht gelohnt hat. Ist halt richtig lästig da. Aber gut, ist ein Scheiß passiert, ne? Kann man Ja, nicht willst du verhindern. machen, ne? Die Heilkarte könnte man übrigens auf Heil 5 hochsetzen. Ja, nicht schlecht. Aber Das das wäre kostet wahrscheinlich auch gar nicht entsprechend. schlecht. Möchtest du diesmal lesen? Während ihr im Kampf möglichst viel Beute an euch rafft, wird offensichtlich, dass dies keine gewöhnlichen Banditen sind. Sie tragen die Wappen des Banditenclans, der euer Schiff geentert hat. Leider ist es auch offensichtlich, dass sie euch zahlenmäßig überlegen sind. Wie lange werdet ihr noch mal? Lange werdet ihr nicht mehr durchhalten. Hä? Verstehe ich nicht. Ist hier irgendwie ein Spawner? Ach, guck mal, da hinten ist eine normale Schatztruhe. Ja, ich guck gerade, ob hier ein Spawner ist. Ob da ein was ist? Ein Spawner! Wo Gegner spawnen. Ach so. Nee. Ah, guck mal, da eine Falle, da können wir einen reinschieben, das ist schon mal gut. Ah, hier auf einen von denen könntest du vielleicht gleich dieses dämliche Schicksal spielen. Auf dem Das und eine. Hirscher? Ja. Okay. Okay. So, was machen die? Ich muss mal gehen gucken. Die bleiben stehen, das ist gut. Die bewegen sich, greifen an. Bewegung 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Dann greift mich nur einer an. Ein Feld zurückgehen ist in Ordnung. Überspringen. So, ist ein bisschen was passiert. Die Banditenwachen. Ach, guck mal, die Pirscher machen wieder nichts. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Und jetzt kommt der dritte Angriff, bei dem wieder die Null zählt, beziehungsweise Oder die das vierte, Fail. ich weiß es nicht. Ne, es reicht. Weg mit dir, Arschloch. Entschuldigung. Ich hoffe, das wird das nicht. Zensur! Genau, das ist auch hoffentlich nicht so. Ich laufe schon mal in die richtige Richtung. Du musst sowieso in die lange Rast. Der Adonis ist dran. Der heißt Brutus. Ich weiß. Ja, ich wollte nochmal anmerken, ich hatte meinen Schüler, der hieß Adonis. Das ist wirklich bitter, ne? Dass es Menschen gibt, die ihrem Kind ernsthaft diesen Namen geben. Ja. Umso schlimmer, wenn das Kind dann nicht aussieht wie ein Adonis. Standardangriff? Ah ja, okay. Na, jetzt mach mal. Ach, Ja, du ich hast hab ja noch stimmt den den. Mehrzweck durch. Deswegen machst du einen Dreier. Sehr geil, ey.
Guck mal, schade. Ja, vierer Angriff ist ziemlich gut. Siehst du? Hab mir da was bei gedacht. In der Tat. Hast du jetzt zwei Karten zurück? Ja. Okay, ich mach Pause. Oh, ein bisschen zu früh eingeschaltet. Die müssen halt auch noch ihre auf die Schilde klopfen. Machen die sich da jetzt Vergeltung, ja? Ja, ja, leider. Leider, leider. Ja, es interessiert das Felsenherz nicht. Er ist sich nur. Nein. Er ist sich nur am Hochhalten. Ach, es wird dann technische Pause. So, ich muss die Runde leider zu Ende spielen alleine mal wieder. Bis Hisket wieder da ist. Das heißt, wir werden erstmal hier einen Angriff 4 machen. Interessiert natürlich nicht die Vergeltung. So, die Bewegung muss leider verfallen. Oder holt er die Kiste? Nein, der holt die Kiste nicht. Okay, und die ist auch noch dran. Die muss jetzt ein bisschen laufen. Und dann kann die immerhin zwei Leute betäuben, ne? Beziehungsweise entwaffnen. Hast du was gesagt? Ja, ich habe gesagt, ich bin zurück. Oh, herzlich willkommen. Nur nicht im Spiel. So, die Wahrsagerin holt sich nochmal eben zwei Karten zurück. Und zwar... Könnte man... Entwaffnen finde ich gar nicht schlecht. Die muss aber auch noch ein Schießen wäre natürlich auch nicht schlecht, ne? Oh, ich finde Schießen ganz gut. Und dann machen wir vielleicht vorher ein Waffnen. Was meinst du? Boah. Finde ich nice. Okay, und dann laden wir jetzt dieses Geld wieder ein. Da sind wir wieder. Mal gucken, wie lange. Die Banditen können gar nicht angreifen. Ja, ich liebe die Bardin als Supporter. Es ist einfach unfassbar geil. Ja, die hat es ja echt angetan, ne? Wobei ich muss sagen, also mich hat die auch sehr überzeugt. Also die müsste eigentlich 6 Sterne kriegen, obwohl es nur 5 gibt. Ja. Also es ist. Guck dir das an, was die macht, ey. Ich fand die aber auch einfach richtig geil in Kombination mit der Rufferin. Mit der Ruferin, ne? Warte mal, ich guck mal eben. Wie weit kann ich das Feld schmeißen? Ein ganzes Sinne ist 4 Felder. Entschuldigung. Es bringt alles nichts. 1, 2, 3. Dahin. Oh. Ja, warum nicht? Dann machen wir es so. Brauche nur eins davon und leider ist das noch nicht geboostet, also meist noch das erstmal nach hier so genau und Angriff. Oh, die Animation ist wirklich echt fies. Ja, die ist auch nicht gut. Och nee, es ist also echt der Hammer. So viele Karten, ey. Das ist kann zweimal. Ich einfach mal diese. Zweimal die Null, ey. Ist doch viel cooler, wenn ich den da kurz in die Falle schiebe. Die macht 7 Schaden. Die geht schon noch in die Truhe, keine Sorge. Nee, das war ja jetzt wieder für die Tonne hier.
Mein Gott, ist das schlecht. Interessanter Move. Naja, die kommen auch jetzt nach vorne, die Pirscher. Es passt also, dass ich wieder heile bin. Ach, ich habe schon wieder einen Fehler gemacht. Warum? Weil ich wieder falsch gedacht habe. Ja gut, die beiden sind entwaffnet. Ich habe wieder falsch gedacht. Ja, dann geh hin und töte den, der noch ein Leben hat. Was machst du denn? Ach, du machst unsichtbar, ne? Ja, sicher. Okay. Ja, die beiden greifen nicht an, wenn ich den neben dir überleben lasse. Wo das passt, dann werde ich nur einmal angegriffen. Das machen wir so. Das ist eine gute Idee. Ein bisschen übertrieben, aber was soll's. Hat sie das jetzt eigentlich geschafft? Nein, die hat den Erstschlag leider nicht geschafft. Okay. Ich glaube auch, ich schaffe mein Häkchen irgendwie bislang nicht. Ich guck gleich nochmal, aber das übertrieben, das hätte ich nämlich mal machen müssen. Ich zieh den schon mal hier hin. Es ist halt nur total lästig, dass sie schon wieder, oder immer noch besser gesagt, Schilde haben. Die haben immer Schilde. Ja, das ist lästig. Ja gut, weil du weniger Schaden machst, ich verstehe das schon. Guck mal, das wird jetzt angezeigt, Angriff 1. Das ist halt so... Ja, weil du halt minus 2 Damage machst, ja. Das ist eine ziemlich coole Karte, ne? Mhm. Ja, stimmt, ich komme hier nicht durch, ne? Ne. Ah, wie doof. Ich hätte doch so gern das Gold. So, einer greift mich an, genau. Aber ich denke, ach, ich muss sie benutzen, okay. Ist natürlich doof, wenn die durchstechen haben, aber das ist halb so wild. Lange Rast. Sieht doch alles gut aus. Runde 14. So, die Wahrsängerin. Für alle Fälle. Und dann holt ihr die Truhe. So, dann muss das Felsenherz und die Schurke noch, ne? Ja. So, ein bisschen übertrieben wieder, aber was tot ist, ist tot. Der braucht sich nicht heilen. Ja. Gut, so ist es. Aber Vincent steht ja schon mal daneben. Ich meine, das hat doch jetzt richtig gut gepasst, oder? Ja, total, ne? Ja, finde ich auch. Das war einfach mal 15 Damage. Nice. Ja, hier rushen wir ja richtig durch, ne? Also. Ja, sieht bislang in der Tat ganz gut aus, ne? Ist ja natürlich ein bisschen schnell, aber. Gehst du da hinten auf die Truhe? Also auf die normale oder was machst du? Ich muss sie angreifen. Ich kann da nicht durch gerade. So, haben sie den Vinzenz, Oh, mein Gloomhaven ist abgestürzt.
Wir sehen uns gleich weiter wieder. So, wir sind wieder da, wo wir gerade waren. Hoffen, dass das Spiel jetzt läuft. Müsste jetzt eigentlich immer dasselbe passieren. Wir machen das jetzt einfach mal. Das ist ein 6er Angriff. Mit Vergiften. Genau. Das passt soweit. Und jetzt bist du dran. Ja. Ja. Moment, hat er schon ein Schicksal? Nein. Das ist. Nein, das da drüber ist, heißt nur, dass du es ihm zufügen kannst. Ich bin schon ganz verwirrt. Jetzt ist das unten neben dem Vergiftet, pass auf. Siehst du? Ja, okay, alles klar. Hast du recht. Oh, gut, dass ich das gemacht habe. In der Tat. Er stirbt jetzt von alleine. In der nächsten Runde. Na, ich glaube, so lange bleibt er nicht am Leben. Ah, okay, die Termite hat sich die Schatztruhe schon geholt. Genau. Greif sie nochmal an. Und failed. Nein. Ja, komm, weißt du. Leicht übertrieben, oder? Ja, leicht. Ein wenig. Na gut, er braucht auch nicht mehr mit einem fetten Angriff angreifen. Nee. Er kann jetzt laufen. Ja, der ist auch nicht der schnellste, ne? Alter. Da hinten liegt ziemlich viel Gold. Das nimmt die Schurkin da hinten auf. Die hat eine geile Karte dafür. Was denn? Hier, das hier nimmt die Schurkin auf. Okay. Die hat eine gute Karte dafür. Beute 2? Genau. So, wir werden jetzt hier ein bisschen rumeiern. Ein bisschen hier was aufheben, hier was aufheben. Ich denke, wir laden euch wieder dazu ein, wenn wir hier unten gleich den Raum öffnen, ne? Ja. So, wir denken, wir machen die Tür auf. Aber zuerst gehst du noch looten, ne? Genau. Frostklinge Design. Nice. Das was für die Mäwa. Oh, Frostklinge ist was für die Mäwa. Ja, ja. Aber die ist in Rente. Die ist in Rente. Na, guck mal da. Da stehen wieder zwei und einer. Und da hinten ist die letzte verzierte Truhe. Das heißt, da muss die Schurken hin, ne? Ja. Was ist denn hier drin? Ich habe keine Ahnung. Wir können das ja mal aufmachen. Was machen die denn? Die haben. Ach guck mal, die haben Reichweitenangriff. Nee, das ist der Banditenschütze. Die anderen machen Schild und Vergeltung. Okay, das machen die aber erst nachdem. Oh, das passt. Dann hau ich doch mal wenigstens ein hier. Du hast ihn gelähmt. Ja, gibt's. Ja, das sowieso, aber da gibt's erstmal richtig einen auf dem Kopf. Auf dem Kopf gibt's da. Also springen wir. Ich kann sagen, keine Antwort ist auch eine Antwort. Ja, wer ist am anderen? Da war er noch relativ schnell. Ja, blöd ist halt, dass ich jetzt den mit den vielen Schilden hier angreifen muss. Nicht so um einen Schaden. Ja gut, das ist, spielt keine Rolle, du machst bei beiden einen Schaden. Meine ist die minus 1 raus. Die eine, die du hast. Das ist trotzdem einfach nur schlecht. So, was haben wir denn hier für eine Runde überhaupt? 18. Ja, die 2 nehmen wir mit. Ich habe leider nur eine Bewegung 5. Ich habe eine Bewegung 6 gehabt. Die Taktik gut, aber guck mal, jetzt mache ich einen Schaden mehr. Ja.
immerhin. Wobei, es war, glaube ich, nur für einen Nahkampfangriff nice gewesen. Ich spiele das Schicksal jetzt trotzdem für nächste Runde. Ja, klar, auf den Typ mit dem 11 Leben, ja. Ich meine, der letzte Raum ist ja dann irrelevant, ne? Wenn wir alle Truhen haben und die zusätzliche Schatztruhe und so. Ja, ich frage mich halt, ob man die Tür da trotzdem aufmachen sollte. Da kommen nur Gegner raus, was soll da schon drin sein, großartig. Na gut, damit kann der Olaf leben, würde ich sagen. Na guck mal, ja, er läuft weg, ey, das gibt's ja nicht. Jetzt bist du auch noch verwirrt. Ist egal, ist eine Langrast. Ist denn hier noch eine Ziertruhe? Ja, da, hier mal hinten muss die Schurke noch hin. Ach, da hinten ist die, alles klar. Ja. Guck mal, jetzt macht die Bar den auch mehr Schaden auf den, siehst du? Aber gar nicht wenig. Alles klar. So, Schurke, dann mal los. Mein Gott, ist das schräg. Lange Rast. Das dürfte relativ schnell vorbei sein, denke ich. Also das ist jetzt wirklich kein Problem mehr. Können Sie den da hinten angreifen? Oh ja, guck mal. Und tschüss. Ja, die brauchst du gar nicht mehr, Lisa. Kriegst du den alle voll geheilt, ey? Ja. Einfach echt der Hammer. Alle. Ja, er ist die Null. Aber immerhin das vergiftet. Schon wieder. Ja, allerdings. Der erstmal Angriff buffen. Plus 2. Und dann geht hier hin mit einem 6er Angriff. Wo kann man mitleben? Boom. Der kann ganz schön draufhauen. So, warte mal, wie viel Leben hat er da jetzt noch? Ein. Das schaffst du, oder? Ja gut, da muss ich quasi jetzt mir 3 aber vorstellen. Oh ja, da machst du einen 5er Angriff, ist doch super. Jetzt kommt die 0, pass mal auf. Bitte, ich beschwöre es nicht herauf. Mein letzter Versuch hier, mein Häkchen zu erreichen. Hast du so, was für ein Häkchen? Das war die 0. Boah. Ja, ich hätte 4 Schaden mehr machen müssen als benötigt. Achso, hast du das jetzt? Wieder nicht geschafft. Ja, dann müssen wir wohl die Tür aufmachen. So, wir haben wieder unsere Quests alle verpasst. Super, ne? Ja. Och nö. Hehe. Ich brauche nur das Grüne. Eventuell für nächste Runde. Die Tür auf. Ja. Aber auch nicht. Musst du da hinten den Gegner angreifen? Ich weiß es doch nicht. Soll ich die Tür für dich aufmachen? Du magst. Ich guck mal da rein. Was ist denn da so? Guck mal. Da ist noch Gold drin. Guck mal, der ist gelähmt, der kann nicht angreifen. Oh, warte, die können beide nicht angreifen. Das ist gar nicht so wild, ne? Nee. Das ist aber weg, gegen den er hält zu viel Schaden. So, ich denke, wir laden euch wieder ein, wenn wir das hier gewonnen haben, weil das ist ja wirklich jetzt nur noch Formsache.
So, ich denke, jetzt sind wir soweit, dass wir das Szenario geschafft haben. Korrekt. Da ihr bereits einen Großteil von Gavins Waren in euren Besitz gebracht habt, entschließt ihr euch, um euer Leben zu retten. Achso, das war's. Du hast, alle anderen haben gefehlt. Okay. Ja, ist doch ganz okay gelaufen. Ja, Shokin hat ganz guten Schaden gemacht, diese Runde, ja. Die Wahrsängerin hat 52 Schaden Ich sehe verursacht. es auch gerade. Und Shurkin hat 80 Damage gemacht. Okay. Schlecht. Verrückt. Verrücktes Spiel. Aber auch nett. Nettes, entspanntes Szenario. Mal gucken, ob irgendeiner ein Level gemacht hat. Ja, durchaus möglich. Ja, mein All Mine habe ich als Achievement. Der Schurken. Luckily, it turns out you Moment. hadn't washed up too far from Glücklicherweise Gloomhaven, seid ihr and in it isn't der long Nähe before a City Gloomhavens Guard Patrol finds angespült worden und schon nach kurzer Zeit begegnet ihr einer Patrouille der Stadtwache. you. You still Den don't know who Verräter is habt ihr zwar informing the nicht gefunden pirates, und nor es able ist to euch auch identify nicht them. The gelungen, die Piraten zu losses this vernichten, robbery caused aber them nach will diesem make Kampf anyone who werden sie hears es about nicht it mehr think wagen, twice ein about Handelsschiff attacking a merchant anzugreifen. ship. With that, Außerdem and the bereitet die fact the Stadtwache, City die Guard euch you find them are aufgegriffen preparing to hat, nun raid einen the Angriff bounty auf ihr Lager rebels, vor. these Diese bandits Banditen should werden be also back. bestimmt nicht zurückkehren. Oh, Guck nice. mal, wir galoppieren wieder übers Wasser. Da kriegen wir aber einen neuen Quest, ne? Das gefällt Tatsache. mir schon mal. Kriegen wir eine? Ich habe keine Ahnung. Gucken wir mal. Banditen ausräuchern ist immer gut. Once you return to Nachdem Gloomhaven, ihr Gavin Gloomhaven laments erreicht the habt, loss of one beklagt of his Gavin ships, zwar but den is Verlust confident seines he'll now be Schiffs, able to ist aber continue his zuversichtlich, dass business er nun across the wieder Handel sea. treiben kann. He Er pays you entlohnt well for euch risking your gut für lives in euren the defense of Einsatz. his goods. 10 Gold, 2 Wohlstand, 14 EP. Oh, nice. Es geht voll ab hier. Oh, guck mal, die Schurkin, die muss noch 5 Ja. Lebensszenarien. Okay, alles klar. Ach Gott, 20 Gold, das ist das fürchterlich. Die bleibt einfach noch ewig dabei. Ja, die Schurken hat ein Level gemacht, das einzige. Also man levelt mit dem Brutus nicht so schnell. Was haben wir denn hier gekriegt? Wir haben den. Was Ja, haben wir denn? den Dolch, den du gefunden hast. Ein Dolch habe ich gefunden? Ja, du hast direkt für die Maeva. Wäre der gut gewesen. Ne, die Frostklinge. Ja, die Frostklinge. Genau, weil du Das ist ein Eis. Dolch. Nein, das ist eine Klinge. Weil du Eis in 2 Damage umwandeln kannst. Jedes Mal, wenn das oben ist. Das ist Das schön. ist eine kurze Klinge, also ist das ein Dolch. Ich dachte dazu nichts. So. Okay, damit sind wir durch. Seht beim nächsten Mal, welche Quest auch immer uns für die wir uns immer entscheiden. Das ist Quest 40 immerhin, an die wir abschließen werden. Macht's gut, bis dahin und ciao. Es wird auf jeden Fall wieder spaßig.